War gerade ein Verbrechen begangen. Bitte behalten Sie Ruhe, behindern Sie nicht die Arbeit der Polizei und halten Sie sich für Zeugenaussagen. Polizei, warte bitte Platz, warte bitte Platz, danke. Danke. Danke für die Ansprache, ab hier übernehmen wir, bitte. Wir sind Kollegen, Blume mein Name, Kripo München. Kripo Schwabach, darf ich mal bitte Ihren Dienstausweis sehen? Martin Kant, jetzt Kripo Schwabach, so. Seite bitte, Seite. Herr Professor, ich habe Sie nicht gleich erkannt wegen, Sie hatten einen Schlaganfall, nicht wahr? Wie geht's Ihnen? Das ist Schnee von gestern. Ewi, das ist ein ehemaliger Schüler von mir. Das ist ein Zufall, was? Ihre Enkelin? Ja. Hey, junge Frau, das hier ist doch nichts. Ja, ja, gut. Dann machen Sie mal Ihre Arbeit, Kant. Wir wollen Sie ja nicht weiter stören. Ich denke ja, wir sehen uns noch mal wieder. Na, komm hin. Roland, wir brauchen die Fotos. Wir brauchen die Fotos und die Videoaufzeichnungen von den Touristen. Unsere Leiche hat einen Namen. Enver Berisha. Albaner? Albaner. 54 Jahre. Ha! Ist wegen Geldwäsche und Drogengeschäften auffällig geworden. Und jetzt schau mal, wen wir hier haben. Das sind doch die Haidari-Brüder. Da sieht man sie noch besser. Noch Fragen? Keine Fragen. Ich fürchte nur, dass der Staatsanwalt noch welche hat. Am besten wäre es, wir finden den Mord auf irgendeinem von diesen Fotos. Ja, hast du die ja nicht alle schon eingescannt? Ja. Kannst du dir auch alle im Computer ansehen. Der Professor ist ja eine richtig große Leuchte. Ja. Das ist ein wahrer Sonnenschein. Ein bisschen so in der Kamera rein. Ich habe draußen Professor Blume und Evelyn aufgelesen. Guten Tag, Herr Kommissar. Ja, freut mich, Sie zu sehen, Herr Professor. Im Moment ist wirklich ganz schlecht. Wie Sie sehen, wir stecken hier buchstäblich in einem Berg von Arbeit. Oh, wir wollen Sie auch gar nicht aufhalten. Evi, aber nichts anfassen. Die sind alle eingescannt. Ich wollte die doch gar nicht anpassen.
Das ist schon in Ordnung. Warum malst du nicht was? Sind das die Fotos der Touristen? Ich bin begeistert. Die Idee mit den Fotos ist mir auch gekommen. Aha. Ja, sieht so aus, als könnten wir den Fall in den nächsten Tagen abschließen. Wieso glauben Sie das? Wir konnten zwei Verdächtige auf ein paar Bildern identifizieren. Aber der Mord ist auf keinem der Bilder zu sehen. Nein, aber die Fotos sprechen eine deutliche Sprache. Darf ich sie mal sehen? Ja, klar. Das sind Ilje und Alban Haidari, zwei Albaner. Der Tote heißt Berisha. Albaner töten Albaner. Ist nicht der erste solche Fall. Und woher rührt Ihre Sicherheit, dass dieses Bild auch das darstellt, wovon Sie glauben, dass es es darstellt? Es ist vielleicht eine Handgreiflichkeit. Es könnte aber auch das Wiedersehen alter Freunde sein. Bitte was? Aber Kant, das Bild zeigt doch nicht, was war. Es ist ein bloßer Ausschnitt der Realität. Lesen Sie es nach in meinem Buch. Was ist ein Bild? Ein Bild ist zunächst einmal nichts als eine bunte Farbfläche. Um überhaupt etwas zu entdecken und sagen zu können, das ist ein Mann, das ist ein Baum, muss man schon eine Theorie darüber haben, was man sehen will. Sonst bleibt das bunte Durcheinander ein unverstandenes buntes Durcheinander. Sie haben Ihre Theorie. Aber könnte es nicht noch eine andere Erklärung geben? Ja, sehen Sie hier. Diese Szene habe ich selber beobachtet. Achten Sie auf den Jugendlichen. Er macht jemandem ein Zeichen. Ich konnte nicht erkennen, wem dieses Zeichen galt, aber dieses Foto bietet eine Erklärung, sehen Sie. Er hat sogar ein Messer in der Hand. Und Sie meinen, dass diese Kinder einen Mord begangen haben? Also nicht, dass ich Kindern das nicht zutraue, nur welches Motiv hätten sie wohl? Sehen Sie, ich sage ja nicht, dass es so war. Ich will Sie nur davor bewahren, sich zu schnell auf eine Lösung festzulegen. Was ist übrigens mit seiner Tasche passiert? Hat man sie gefunden? Nein. Das ist doch scheiße, das bringt alles nichts. Jetzt leg endlich dieses verdammte Buch weg. Wo ist dein Problem? Der Mord ist auf diesen Fotos nicht drauf. Ich meine, das war ja eine ganz nette Idee, aber... Und was ist mit der Methode des Professors? Was soll denn das jetzt? Na, wie man mit den Fotos den Tathergang erzählen kann. Jetzt leg mich mal am Arsch mit deinem Blume. Wir haben kein Beweisfoto. Deshalb müssen wir minutiös nachzeichnen, was auf dem Platz bis zu dem Mord passiert ist. Dazu brauchen wir eine Theorie und Fakten. Wir haben beides. Also wenn du mit den Fakten die Bilder meinst, dann haben wir eine ganze Menge davon. Dann lass uns doch nach der Methode des Professors vorgehen. Tja, wo bleibt er denn? Herr Staatsanwalt! Guten Tag, entschuldigen Sie bitte die Verspätung. Darf ich vorstellen, Kriminaldirektor Blume. Herr Kriminaldirektor, Staatsanwalt Walter. Angenehm. Ganz meinerseits. So, jetzt bin ich aber sehr gespannt. Ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet. Wollen wir? Aber bitte. Die Fotos und Videos, die Sie jetzt sehen werden, wurden von den Touristen am Tag des Mordes aufgenommen. Sie dokumentieren die letzten 60 Minuten im Leben von Enver Berisha. Berisha war Drogenhändler und Geldwäscher. Auf der Bank hier saß er laut Zeugen über eine Stunde und trank Bier. Der Alkoholgehalt in seinem Blut war 1,7 Promille. Achten Sie mal auf seine Tasche. Er geht zu einem Straßenkünstler und holt Geld aus dieser Tasche. Er soll einen 50-Euro-Schein in den Koffer gelegt haben. Zurück auf der Bank nähern sich die Brüder Alban und Ilje Haidari. Die beiden dürften Ihnen ja auch ein Begriff sein, Herr Staatsanwalt.
Es kommt zu einem Streit um die Tasche, wie wir vermuten. Doch das Gerangel lenkt die Aufmerksamkeit eines Videofilmers auf sie. Die Haidaris gehen ein paar Schritte weiter. Sie telefonieren, womöglich mit ihrem Auftraggeber. Berisha geht zu einem Imbissstand, um das Pfand für die Bierflaschen abzuholen. Die Verkäuferin konnte sich sehr gut an ihn erinnern. Dann geht er zum Brunnen. Die Haidaris folgen ihm, was sie nicht einmal sonderlich unauffällig tun. Sie gehen am Brunnen vorbei in Richtung Kirche. Auf der Kirchturmuhr ist es 13 Minuten vor 7. Die Uhr geht übrigens genau. Sie haben ihn eingeholt und nehmen ihn in die Mitte. Sie führen ihn in Richtung des Säulengangs. 3 Minuten später, um 10 vor 7, wurde diese Aufnahme gemacht. Sehen Sie bitte genau hin. Ich beantrage Haftbefehle für Alban und Ilie Haidari wegen Raubmordes an Enver Berisha. Kanz, allen Respekt. Na, Sie haben ja doch was bei mir gelernt. Gute Arbeit, Herr Hauptkommissar. Aber doch nur mit Ihrer Unterstützung, Professor. Naja, manchmal braucht man eben noch so einen kleinen Schubser. Kant. Aber das war schon Ihre Leistung, Martin. Die Haftbefehle gehen raus. Begleiten Sie mich noch zu Mittag? Roland, was meinst du? Sollen wir die beiden noch auf den Eis anladen? Danke, mir ist nichts einzuhalten, Herr Hauptkommissar. Thank you.